Vielleicht sind die Deutschen jetzt aus dem gleichen Grund die Bösen, aus dem sie bislang die Guten waren. Sie interessieren sich nur für sich. Das schreibt Marc Simons. Aber sind die Deutschen die Bösen? Ich frage einen Mann, der von außen Deutschland betrachtet und auf der anderen Seite auch Deutschland kennt. Die Rede ist von Paolo Fusi. Er ist politischer Blogger und Business Intelligent Advisor. Hallo Paolo. Ja, hallo. Wie werden denn die Deutschen im Moment gesehen im Ausland, speziell in Italien? Es ist unterschiedlich, weil ich rede jetzt von allgemeiner öffentlicher Meinung, und zwar von dem, was wir in den Medien darüber lesen, weil wir natürlich nicht wissen, was die alle Leute denken, und dann auch auf die Reaktionen in den Blogs. Ich glaube, die Italiener im Moment sind mit Griechenland nicht so sehr befasst, als sie mit ihren eigenen Problemen mit ihr beschäftigt sind. Diesbezüglich denken die meisten Italiener nicht, dass Deutschland, also die politische Leitung von Deutschland, das Böse verkörpert, sondern sie denken, dass die Griechen dumm sind. Darum, also wir reden immer noch von der Großteil der Bevölkerung. Innerhalb von den Kreisen, die sich tiefer damit auseinandersetzen, ist natürlich so, dass die Deutsche als solche nicht mehr existieren. Das heißt, ich meine, natürlich existiert Deutschland und die deutschen Bürger und Bürgerinnen, aber wird nicht betrachtet wie eine so einfache und auch banale Angelegenheit, dass plötzlich die Deutsche die Eroberungsarmee haben, die die arme Griechen unter dem Fuß. Das ist einfach teilweise Satire und teilweise Unfug. Und dementsprechend wird die Sache nicht so behandelt. Es werden nicht die Deutsche angegriffen. Hier gibt es allgemein schwere Vorwürfe gegen die Leitung der Banken allgemein, abgesehen davon, ob sie aus Deutschland oder aus anderen Planeten kommen. Und natürlich gegen die Ineffizienz der Europäischen Union bei gemeinsamen Entscheidungen zu treffen. Die Banken sind ja eigentlich raus aus dem Spiel, die wurden ja entschuldet, also die Privatbanken, im Moment geht es ja eher um die Belastung des öffentlichen Sektors, und da sagt Jeffrey Sachs, das Problem ist, Griechenland steht nach der Rettungspolitik schlechter da denn je, und seine These ist, Deutschland ist für die Misere verantwortlich, und er fordert, Deutschland muss sich für einen harten Schuldenschnitt einsetzen. Was hältst du denn von diesen Forderungen und von dieser Einschätzung? Also zuerst muss ich sagen, dass es Griechenland viel schlechter jetzt geht als vor 2 Wochen, stimmt. Es ist eine Tatsache. Wir können darüber diskutieren, aber das endet nicht an der Tatsache, dass diese Überschuldung immer größer wird und diese sogenannten Rettungspakete machen die Lage noch schlimmer. Persönlich wäre ich dafür gewesen, wenn die Europäische Union nicht in der Lage ist, eine politische Entscheidung zu treffen, zwar eine gemeinsame mit den Griechen, also zu sagen, Grexit, also das Land Griechenland sollte die eigene Währung haben. Und dann können wir auch dieses Experiment bis zu Ende verfolgen, weil Griechenland nur ein Experiment ist. Diesbezüglich würde ich gern sagen, dass die Leitung der Bundesrepublik nochmal der Coup versucht, was 1990 gelungen ist. Das heißt, ein Land so mit, sagen wir, teilweise rechtliche Tricks, teilweise mit Spekulationswellen so auf die Knie zu zwingen, dass sie gezwungen sind, ihre eigene Bankrott zu dulden. Und das ist mit der DDR passiert. Also sie versuchen mit Griechenland genau das, was mit der DDR gelungen ist. Das ist natürlich meines Erachtens eine Schande. Andererseits muss man sich die Frage stellen, was kann man machen, wenn man immer noch kapitalistische Hintergedanke hat, denn der Kapitalismus ist sowieso gestorben, aber die Leute, die an der Leitung der deutschen Politik, aber auch der italienischen, englischen, Europäischen Union, überall Politik, die denken alle, Kapitalismus sei immer noch sehr, sehr lebendig und glauben immer noch am freien Markt. Und deshalb glauben diese Leute an einem Irrtum, und solange sie diese Länder leiten werden, dann werden nochmal Katastrophen wie Griechenland nochmal und nochmal stattfinden. Und das wird immer näher zum Kern von Europa kommen. Also ich denke nicht, dass die Deutschen die Bösen sind, aber die Deutschen sind auch mit anderen die Bösen.
Max Simons schreibt ebenfalls, die rigiden Sparauflagen für Griechenland erzeugen nicht nur eine soziale Katastrophe in Griechenland, sie drohen auch jeden ökonomischen Aufschwung im Keim zu verhindern. Darüber hinaus schränken sie die demokratische Souveränität des Landes ein und stellen den inneren Turbulenzen, die sie verschärfen, ein geopolitisches Risiko dar. Also dass im Grunde von Griechenland aus Turbulenzen ausgehen, die ganz auf Europa überschlagen könnten. Teilst du die Einschätzung? Nicht nur teile ich das, ich sage, das wird mit Absicht gemacht. Also ich glaube, für jede, die immer noch an Kapitalismus wie eine Religion glauben, weil Leute, die an Kapitalismus glauben, sind nunmehr eine religiöse Sekte, es hat mit Tatsachen nicht mehr zu tun, dass Kapitalismus zwei Varianten kannte, und zwar die Grundvariante, die sagte, ich kaufe ein Euro Holz, ein Euro Nagel, mache einen Stuhl und verkaufe das für 3 Euro, dann habe ich ein Euro Mehrwert, dann habe ich Geld gewonnen. Und dann, diese Sache erweitert sich, es sind 3 Euro nicht mehr genügend, weil ich muss 1 Euro Logistik, 1 Euro Steuer, 1 Euro Arbeiterkraft und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann komme ich bis auf den Punkt, in dem eine Stuhl kostet 12 Euro, davon verdiene ich 2 vielleicht. Und diese Sache funktioniert, solange es Leute gibt, die keine Stühle haben. Aber sobald alle Leute Stühle haben, dann will keiner meine Stühle mehr haben. Also ich muss die Kosten reduzieren. Wie reduziere ich die Kosten? Teilweise über eine Verbesserung der Technologie. Aber meistens wird gespart, indem ich die Arbeitskraft verringere, also die Leute entlasse. Aber wenn ich Leute entlasse, die bezahlen keine Steuer mehr und die kaufen keine Stühle mehr. Und dort ist das Scheitern des Kapitalismus schon vom Anfang an klar. In der marxistischen Theorie gibt es natürlich eine sogenannte Alternative intern zum Kapitalismus und die hat sich auch als falsch erwiesen. Das heißt, Marxismus hat schon gesehen, dass die Arbeiterkraft der Kern von dem ganzen System ist, hat aber nicht gesehen, wie man das Problem lösen kann, wenn die Globalisierung das Ziel erreicht hat, dass alle Stühle haben und keiner diese Stühle mehr haben will und darüber hinaus die natürlichen Ressourcen des Planeten abhanden kommen, weil wir zu viele davon verbrauchen und. Also, was dieser Kommentar beinhaltet, ist nicht nur wahr, sondern ich wiederhole das, ich glaube, Griechenland ist mit Absicht ein Experiment, zu gucken, was passiert mit einem Land, dessen Bruttoinlandprodukte ungefähr genauso groß wie Erzgebirge Aue ist, um zu gucken, wenn das doch irgendwie so funktioniert, was passiert, wenn wir das unter größere Umstände anwenden, und zwar Frankreich, Italien, Spanien. Und dementsprechend ist die Sache unwahrscheinlich gefährlich. Das heißt, Deutschland ist eine Macht zugefallen, die, wie der Simon schreibt, über die wird nicht geredet. Über die Macht von Deutschland, auch die ökonomische Macht, das ist irgendwie ein Tabuthema, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist es so, aber ich glaube nicht mal, dass Deutschland so eine überwiegende Macht ist. Ich vermute, ich lese jeden Tag die deutschen Medien, deshalb habe ich eine verstörte Wahrnehmung, weil ich lese, was die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung schreiben. Das muss nicht unbedingt die Wahrheit sein. Aber ich habe das Gefühl, dass Frau Merkel nicht dieselbe Meinung wie Herr Schäuble hat und dass innerhalb der Parteien, und ich meine, egal ob es rechts, links, also es gibt einfach Leute, die merken, dass es nicht weitergeht, aber sie haben keine Ahnung, was sie sonst machen könnten. Ich glaube, die Hilflosigkeit ist die große Macht heute, weil wir nach Hilflosigkeit immer wieder dasselbe Rezept anwenden und hoffen, dass es nochmal funktioniert, obwohl es das offensichtlich nicht funktioniert, weil diese Sparmaßnahmen reduzieren das Produkt und das Geld, was zur Verfügung steht von den Bürgern und Bürgerinnen, und die verhungern. Es ist nicht so, dass das Land saniert wird, sondern sie werden zu Tode verurteilt. Man sollte nach Griechenland gehen und gucken, wie die Leute in den Mülheimer würfeln und die Leute auf der Straße schlafen und überhaupt gar nichts mehr zur Verfügung haben. Man sollte sehen, wie weiter es geht. Also das ist unvorstellbar. Und denken, dass dieses sind afrikanische Umstände. Wir haben das in Afrika verwendet. Das hat dort ungefähr funktioniert, weil Afrika viele natürliche Ressourcen hat. Aber in Griechenland, wenn wir in den Boden graben, dann finden wir nur Steine. Zwar alte Steine und mit Geschichte, aber naja. Was ist denn überhaupt zu erwarten, dass es mal eine politische Union in Europa geben wird, wo tatsächlich das nicht nur ein Wirtschaftsraum ist, sondern auch eine soziale und politische Union? Schön wäre es. Ich glaube, das ist die letzte Hoffnung. Ich weiß nicht, ich sehe nicht, welche politische Kraft in welchem Land auch immer dafür steht. Aber ja, das wäre die große Hoffnung. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht.
Also ich bin leider teilweise der Verzweiflung verfallen. Mit diesen Worten bedanke ich mich bei Paolo Fusi, politischer Blogger und Business Intelligent Advisor. Wenn wir das nächste Mal sprechen, dann vielleicht etwas optimistischer. Ich danke dir. Ja, danke. Tschüss.